den uns beschlossen wird, gehen wir uns nicht den normalen Alltag hin, gehen nicht in die Schule und lernen in Sozialkunde irgendwas über Sozialgesetze, die irgendwann mal erlassen worden sind, sondern gehen wir auf die Straße, um dagegen zu streiken. Und das ist die richtige Antwort. Der erste Song, den ich spiele, nennt sich Unterschicht. Ich bin eben hier vom Hauptbahnhof, habe ich versucht, zum Brandenburger Tor zu gehen. Das geht normalerweise ziemlich schnell. Aber weil niemand die Absicht hat, ein Gitter zu errichten, habe ich etwas länger gebraucht. Da kamen halt nur Leute rein in so schwarzen Gangster-BMWs. Da drin ist Millionärsempfang. So sehe ich nicht aus, ich kam da nicht rein. Und weil die halt uns schön hässlichen Unterschichten immer aus der Sichtreichweite halten, sagen sie auch, dass Deutschland keine Unterschicht hätte. Darum geht der erste Track, das ist Beat 7. Der Beat ein bisschen lauter. Danke. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Bis hierher lief's noch ganz gut. Hier! Aber richtig ist nicht der Fall. Kennst du das Drittel vom Monat, wo du jeden Tag eine Krise hast, weil alles aufgebraucht ist, was die Ahne überwiesen hat, du nicht aufstehen magst, weil du genau weißt, du hast für morgens, mittags, abends nur noch Nudeln und Reis. Platz dir manchmal dein Kopf, weil deine Wohnung zu eng ist, mit drei Kindern in zwei Zimmern ein gefühltes Gefängnis. Du statt rauszugehen, einfach stumpf auf die Türe guckst, weil man draußen eben überall konsumieren muss. Du hättest gerne deinen Kids etwas Welt gezeigt, aber das fällt aus, weil das liebe Geld nicht reicht. Obwohl du selber weißt, dass du an der Scheiße nicht schuld bist, wirkt der enttäuschte Blick, als würdest du leise beschuldigt. Und am ersten schenkst du ihnen etwas Normalität, gibst ihnen Geld für den Dom, obwohl es eigentlich nicht geht. Und deine Schuhe sind längst nicht mehr von unten dicht, aber Deutschland hat ja keine Unterschicht. Kennst du Leute, die gezwungen sind, Platte zu machen? Und die Blicke der Bürger, wenn sie Flaschen auspacken? Weil der Eid zumindest kurz schafft, die Wärme zu geben und die Probleme zu verdrängen, als Werber zu leben, bis es Nacht wird und du legst dich hin, um zu schlafen. Doch sie verjagen dich mit eingebauten Sprinkleranlagen. Kennst du Leute, die seit zwei Wochen auf Entzug sind, als ob das Knochenjucken nicht wirklich schon genug ist? Kommt am ersten Tag von Harz ein Brief zugestellt: Hey XY, in drei Wochen gibt es ihr Geld. Bis dahin haben wir für sie eine MAE-Stelle. Und du darfst dich nach der Arbeit dennoch Leuten in den Weg stellen, weil du sonst ja kein Geld für dein Essen hast. Und wenn du dich bei der Arbeit auf die Fresse packst, wird dein Regelsatz gekürzt, auch wenn du unten bist. Denk daran, Deutschland hat ja keine Unterschicht. If this was fiction, it would be easier to write this. If this was fiction, it would be easier to write this. Kennst du Hochhaussiedlungen mit 3000 Leuten, verteilt auf 6 bis 7, 13-stöckige Häuser? Weißt du, wie es ist, wenn du damit jemand Stress hast, der auf der Straße Respekt hat und der aber auf Chef macht? Wie willst du jemand ausweichen auf 400 Metern, wenn er dich heute nicht kriegt, dann kriegt er dich später. Du hast Schulden wegen Ort und bei Jamba wegen Klingelton. Schuft ist schwarz und Chef hält einen Scheiß von einem Mindestlohn. Ist doch so, du bist vom Leben gefickt und ab und zu werden noch Bullen in die Gegend geschickt. Und weil du aussiehst, wie du aussiehst, machst du den Adler, wenn du dann sagst, was du denkst. Dann machst du dich strafbar und dein Hirn sagt dir nur: Alter, lass dir's gefallen, denn dein Handy und dein Fahrrad sind vom Laster gefallen. Und der Lehrer meint, du musst dich konzentrieren auf den Unterricht, aber sei froh, zumindest hat Deutschland keine Unterschicht. Ja, wir wollen heute eine Bundestagsumzinglung organisieren. Ich kam an und dachte mir, ist ja vielleicht gar nicht so nötig, der Bundestag ist umzingelt und sogar von Bewaffneten. Damit hätte ich heute nicht gerechnet, aber leider macht das denen weniger Angst als uns. Trotz alledem geht der nächste Check an die Kolleginnen und Kollegen in Grün, um ihnen mal zu erklären, was für Erfahrungen wir so tagtäglich mit ihnen machen. Der ist Hey Polizeimann und er hat einen ganz einfachen Refrain, der lautet: Keiner, den ich kenne, hat Respekt vor deiner Uniform. Und es wäre schön, wenn viele von euch mitmachen an der Stelle, weil ich mich von so Vögeln nicht abhalten lasse, dahin zu laufen, wo ich hinlaufen will. Yeah.
Monster, till we get the Popper of the Block. Hey Polizei, Mann, du glaubst doch selber nicht, dass es so aussieht, wenn man freundlich und ein Helfer ist, wie lächerlich. Jeder hasst dich und dich wundert das und wirft auch mal einen Blick auf die Kollegen in der Hundertschaft. Wunderbares Beispiel, weißt wie ich mein, wenn mal eine Demo ist und ihr schlagt fleißig drauf ein und ihr schreit dann noch 100-200 Leute vor euch her. So regelt man anscheinend hier und heute den Verkehr. Und häufig wirkt es sehr, als ob es der Mehrheit von euch Spaß macht. Wenn ihr helfen wollt, dass bald jeder diesen Start hat, dann seid ihr auf einem guten Weg. Macht weiter so viel Welle, bis was weiß ich, wie viel Wut entsteht, denn ich persönlich weiß nicht, ob es noch besser geht, das System zu verstehen, als mit einer Presse voller Pfefferspray. Danke Polizei, lasst euch jedes Kind verstehen, wer die Guten sind, wenn es nur einmal schafft, hier hinzusehen, egal, was du damit kompensierst. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Es ist hart, wenn du dich damit konfrontierst. Aber keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Also danke für jedes Mal, wo ihr einen Haken macht und Clowns verprügelt, weil ihr Angst vor Seifenblasen habt. Danke. Wenn ihr ein Auge auf die Jugend habt, ist keiner euch, wenn ihr was fragt, auch nur die Zukunft sagt. Danke, dass ihr oft so offensichtlich rassistisch seid, bis es jeder einmal mitkriegt. Danke, wenn ihr mit Wasserwerfern aufzieht, jeder, den ich kenn, hasst die Werder ein HSV-Sieg. Danke, für in unserem Block Präsenz zeigen, während Waffenschieber unbehelligt in den Bench steigen. Danke für eine Reeperbahne Flaschenverbot, damit sich endlich wieder Kneipenpreis Abzocke lohnt. Danke für Graffiti, Verfolgung und Entfernung und für eine Stadt voller vollegaler Werbung. Also auch, wenn es nicht in euren Absichten liegt, danke für die Offensichtlichkeit von Klassenjustiz. Egal, was du damit kompensierst, keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Es ist hart, wenn du dich damit konfrontierst, aber keine, die ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keine, die ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keine, die ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keiner, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keine, die ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Keine, den ich kenn, hat Respekt vor deiner Uniform. Und das Beat bitte runterfahren an der Stelle. Kannst du den Beat ausmachen? Der ist noch ein bisschen zu lang. Dann gehen wir dem Song hin. Ah, cool. Ja, so sieht das aus. Kein Respekt. Ich habe einen letzten halben Track mitgebracht. Das ist auch ein halbwegs neuer. Der ist Generation Krise. Weil es ja für uns, also eigentlich sind wir alle die Generation Krise, aber ich habe das aus der Sicht geschrieben von denen, die gar nicht eine Chance haben, überhaupt den allerersten Ausbildungsplatz zu bekommen, bevor die Ausbildung nicht verlängert wird, die gleich 50 Werbungen schreiben und dann auch ewig Hartz IV sind. Generation Krise, das ist Beat 10. Oh, der Beat kann lauter, wenn das geht. Ein bisschen was um den Bauch zu wärmen, so. Der Bass sollte das erledigen. Wir sind die Generation Krise, keine Kohle, keine Zukunft. Keine Perspektive, willkommen in der Generation Krise. Verraten und verkaufen, dann machen wir halt auf. Wir sind die Generation Krisenopfer. Jede Woche, miese Woche, hier hat keiner Perspektive. Aber jeder einen Lieblingsspot da. Wir kriegen wie ein Riesenboxer ständig nur drauf. Viele schießen sich ab, manche hängen sich auch auf. Viele hängen in einem Dauerloop. Maßnahme, Warteschleife, harte Zeiten. Hart von Reichen lernen auf diesem Staat bescheißen. Lerne diesen Staat bescheißen. Und du wirst ausgenockt, du hast auch schon oft gesehen. Die Bewerbung auf den Stapel schmeißen, gerade keinen Job. So wird's wohl auch weiterbleiben. Deine Leistung zählt dir nicht. Stempel drauf und weiterreichen. Hast du's drauf, dich einzuschleimen? Kannst du vielleicht ein bis zwei? Oder wenn du Glück hast, sogar 3 Jahre Zeit arbeiten. Hyper, hyper. Zumindest Fernsehen ist doch warm. Pro, Haribo, Casio, Arzten, Techno, Cardio, Casting-Shows, die suggerieren, du hast deine Chance bei Viva, Kohle, Zahlen, Recall, Rausflug, Antidepressiva. Wir sind die Generation Krise, keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive. Willkommen in der Generation Krise, verraten und verkaufen, dann machen wir halt Aufstand. Wir sind die Generation Krise, keine Kohle, keine Zukunft, keine Perspektive, willkommen
wir verraten und verkaufen, dann machen wir halt Aufstand. Kannst du den Beat jetzt auch runterfahren? Danke. Alles klar? Das war ein kurzes Warm-up. Wir wollen ja heute nicht besonders lang stehen, sonst kriegt man auch die Gelenkigkeit aus den Füßen weg. Irgendwann wollen wir ja auch laufen. Ich würde sagen, wir können trotzdem mit einem gemeinsamen Sprechchor vielleicht noch gehen. Es wurde sehr oft in den Reden gesagt, dass die Krise einen Namen hat und er ist Kapitalismus. Deswegen finde ich sehr schön. Anti-Kapitalista! 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 Anti-Kapitalista!